auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Jonathan, es war zumindest bis zu einem gewissen Augenblick in der zweiten Halbzeit ein starkes Spiel von euch. Ihr habt gewonnen. Wie hast du es erlebt und gesehen? Ja, super anstrengendes Spiel. Wir haben uns viel vorgenommen gehabt. Wir haben versucht, heute alles zu geben. Wir wollten oben dranbleiben. Wir erkennen jetzt langsam, wir haben die Chance, alle zu ärgern, oben mitzuspielen. Und auf einem schweren Platz haben wir aber uns heute durchgesetzt und ja, verdient gewonnen, meiner Ansicht nach. Es gab aber doch, vor allem nach der roten Karte, einen kleinen Einbruch. Wie hast du es gesehen und wie ist es zu erklären? Ja, es war auf jeden Fall eine rote Karte. Wir haben uns da ein bisschen dann zu sicher gefühlt, würde ich sagen. Haben es ein bisschen schleifen lassen. Haben es aber dann trotzdem noch, war für mich jetzt keine klare Torchance, wo die da das Tor machen. Aber ja, wir haben das dann sicher noch über die Bühne gebracht. War zwar ein bisschen hyplich, aber hat dann alles gut geklappt. Du hast eine tolle Leistung abgeliefert, denke ich. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung und kannst du ein paar Worte zu deinem schönen Tor sagen? Ja, also generell wünsche ich mir immer noch mehr. Natürlich wünscht man sich ein, zwei, drei Tore zu machen. Hätte ich vielleicht heute auch ein, zwei Chancen noch gehabt, kam leider nicht dazu. Aber ich bin froh, mit meinem Tor der Mannschaft geholfen zu haben und uns da in Führung gebracht zu haben. Und ja, immer weitermachen, immer weiter, noch besser. Nicht jetzt abfallen lassen, auch das ist unser Motto in dem ganzen Team. Wir wollen da weiter vorangehen. Ihr setzt die erfolgreiche Serie fort und seid jetzt wieder ein Stück weiter vorne rangekommen. Ja, wie siehst du das und kannst du mehr dazu sagen, was das Erfolgsgeheimnis gerade ist? Ja, wir haben uns jetzt noch mehr zusammengeschweißt. Wir sind zusammengekommen und haben uns einfach überlegt, wir sind vom Gefühl her sehr stark. Jeder weiß, was der andere kann und wir versuchen einfach jeden Gegner rauszuspielen, auch wenn es schwere Verhältnisse sind. Trotzdem versuchen wir jeden Gegner zu bespielen und mittlerweile haben wir uns einfach gefunden und wir fühlen uns wohl. Ja? Und wir nehmen den Kampf offen an nach oben und jetzt fahren wir mal nach Reutlingen und dann schauen wir mal, wie es dann aussieht. Ein paar Worte zum nächsten Gegner und was das wahrscheinlich für ein Spiel sein wird. Ja, sehr schwer. Also wir haben jetzt auch konstante Leistung gebracht, nur ein, zwei kleine Punkte liegen lassen. Aber wir sind guter Dinge und fahren da auf jeden Fall hin, motiviert und wollen da auf jeden Fall drei Punkte holen. Das ist die Vorgabe. Jonathan, vielen Dank für das Interview und viel Erfolg. Danke. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.